Kälteschlaf, ja, so war's. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge von Fallout 4 mit mir, Freddy Fuchu. Das ist sie, da. Wer ist das? Mach sie auf. Was ist da los? Los. Komm her. Komm her. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schorn nicht. Ach du Scheiße. Du bist dran. Ach du Scheiße, das geht ja gut los, ey. Einfach mal die Frau erschossen. Und das Kind uns. Und einfach das Kind genommen. Auf, raus mit uns. Voranlage. Alle Bäume. Weicht unverzüglich verlassen. Boah. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Einfach mal erschossen. Oh Gott! Warum sollte Vortec das tun? Überwachungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Okay. Bei allen, ha? Überwachungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Okay, was mit dem? Möchte ich auch. Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Bei der ist da wer? Ich bin der Einzige. Willkommen bei Termlink von Rope Cord Industries. Danke für Ihr Vertrauen in Voltec. Kryoanlage. Offline. Vorzeigeabbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Okay. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Okay. 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 Was wollten die so? Sind die anderen alle tot? Verstorben, Todesursache ersticken. Todesursache ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Scheint bei allen, ha? Schauen wir uns mal an. Verstorben, Todesursache ersticken aufgrund, ja. Okay. Warum dann nur ich? Warum dann nur ich? Ja, ist alles das Gleiche. Laura und Sean. Die haben sie einfach aufgemacht. Was ist mit mir? Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert, okay. Irgendjemand hat uns da rausgelassen. Aber warum? Okay, aber warum? Jemand wollte uns hier raus haben. So, das ist alles nochmal okay. Du gut. Oder sah das schon die ganze Zeit so aus? Nee. Das sah schon die ganze Zeit so aus. Okay, wir sind alle tot. Wir sollen hier raus.
Ja, mir ist kalt, ich merk's. Okay, da sind noch mehr. Fehler in Kryoanlage. Fehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel zügig verlassen. Okay. So, mir kommt das gerade schon wieder so vor, als ist das so schnell. Nee, okay. Sehr merkwürdig. Hui, springen wir. Was haben wir denn hier? Offline. Vorzeitiger Abbruch führt, Systemversagen vereinzelt, manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt, Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme sind alle offline. Kapselstatus. Mister. Okay, der ist. Hier diese Cindy Cofran. Ist die einzige mit Vornamen. Merkwürdig. Verstorben. So, Mist. Verstorben. Verstorben. Entschuldigung, das habe ich einfach mal. Und nochmal verstorben. Alle tot. Alle, die mit uns hier runtergekommen sind. So, was ist hier los? Was ist hier los? Okay. So, jetzt haben wir wenigstens eine Waffe. Unzugänglich. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Bitte Transfer. Wenden Sie sich an. Nee. Nee, hier behalten wir mal alles. Alles gut, nee, das lassen wir mal so. So, das war nur das. Ich will gerade gucken, den Hammer, mit dem kann ich. Kann ich aber noch nicht anlegen, na gut. Aber ich kann jetzt irgendjemanden boxen. Das ist schon mal sehr gut. Ach du Scheiße. Oh ja, das sieht man. Da passiert schon was. Und da ist der Pip-Boy. Gute Pip-Boy. Oha. Was haben wir hier? Stimpak. Sehr gut. Kannst du das nicht nehmen? Doch, ich hab schon gesagt. So. Also, willkommen bei RobCop. Ja, okay. Vault 101 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich, nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Volt 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Aha. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Na klasse. Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme Bewohner. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle. Da passiert nichts. Befinden sich alle Bewohner in ihren Reservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Okay, Entwarnung, evakuieren. Entwarnungsnachricht.
Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weiteren Angriffen und anderen Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht im Voltec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Aha. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie. Hui. Um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 101 evakuiert wurde. Obligatorische Schutzzeit. Vault 101 wird das als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Evakuierungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 101 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Voltec. Okay. Was ist hier? Sicherheitsaufzeichnung. Ah, da geht's doch los. Oh, schon mal ein paar Monate waren wir drin. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen, dann hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Oh, Weihnachten. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Lads-Kuchen, der nicht zu tröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen Sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal, nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Oha. Tja, dann sind wir schon fast drei Monate später. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor. Das spüre ich. So, und dann nochmal einen Monat später und ein paar Tage. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Na, super. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen, nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Ihr werdet alle sterben. So. Es kommt kein Entwarnungssignal von der Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkrecker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet, es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Das war das, gell? Ja.
Hier ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ein bisschen ist gut, gell? Da ist nichts drin. Na gut, ich denke mal, hier werden wir nichts zu essen finden dann. Na, hier. Volt 101. Ich werde die kaputt haben. Aua! Kann ich nicht kaputt haben. Ach, kann ich. So. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Tja. Oh, ist da was drin? Nein. 25, da ist auch nichts. 6, so. Nee, das nur zum Schließen. Oha. So, das sind alles immer nur die Türen, ha? Ja. Ah, mein Nase juckt, Entschuldigung. Das tat gut. Was ist hier nur? Oh, Toaster. Den Toaster. Annehmen. Der ist jetzt mir. Kochplatte. Kann man nichts mitmachen. Okay, kann man nur wegwerfen. So, was ist hier? Willkommen bei Termic. Ja, das kann mir alles. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Alles klar. Top 10. Rick, Tim, TJ, QQQQ. Okay. Whoever. Band abspielen. Oh, gut. Lade, Holoband. Oh. Ups, Entschuldigung. Oha. Das kennen wir doch. So. 25M. How high can you get? Oh. Er schießt ja mit Bomben. So. Ich möchte... Ach so, okay. Hätte ich das gewusst. Haha. Ich hab's geschafft. 50M. Okay. Okay. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Achso. Ups. Ups. Komm. Was war das? Kann ich auf den hüpfen? Nein. Entschuldigung, ich wusste es nicht. Ups, okay, ich hab's ausgemacht. Scheiß drauf. Ist ja nur ein Privileg. So, das habe ich ja kaputt gemacht. So. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Da. So. Oh, oh, oh. So, dumme Sau.
Oha. Was ist mit dem? Hallo? Was ist dir passiert? Wo sind alle? Ist das alles, was noch übrig ist? Sieht zumindest so aus. Okay, die ist tot. Nee, da gehe ich jetzt noch nicht lang. Ich glaube, sonst haben wir ein Problem. So. So. Hätte ich ja wohl gern. Ach du Scheiße, was hier passiert? Ich komme immer tief. So. Das ist das Büro des Aufsehers, würde ich sagen. Ja? Oh, gut. Ja, da haben wir jetzt alles drin. Oh. Ja, was haben die mit dem Aufseher gemacht? So, wir nehmen hier alles mit. Jetzt natürlich die ganzen. Koffer für Kryolabor. Entsperren, Meister. Okay. Ned, dich hole ich mir später. Okay. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Sieht halt nicht so aus, gell? Mein Freund. So, bevor ich das wieder lese, sage ich hier mal Schluss für die Folge. Wir sind nun in der Vault 101 aufgetaucht. Unsere Frau wurde ermordet, unser Kind wurde entführt. Wir wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Irren hier unten jetzt rum, bemerken oder haben gerade bemerkt, dass das Entwarnungssignal oder das Evakuierungssignal nie kam, vielleicht auch niemals kommen sollte. Und hier unten die Leute so langsam alle durchgedreht sind. Mal schauen, was weiter auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.